Hier ist wieder der Plan Brauner und stellt heute den Renault Megane RS vor. Ja, also den aktuellen Megane RS. Was man hier sieht, ein sportlicher Kompaktwagen in der Super Hot Hatch Klasse. Und was leistet der so der Wagen? Ja, der hat einen 1,8 Liter Motor Turbo aufgeladen. Mit 280 PS, das sind circa, ich muss jetzt mal schauen, na, wenn sie mir jetzt, ja. Jetzt sag ich's, das sind umgerechnet 206 kW, also 280 PS, können wir uns mal den Motor anschauen, 1,8 Liter. Dem Modell hat es auch betroffen, das Downshine sind der Vorgänger, der Megane, der Vorgänger von mir, von dem, hatte gerade noch 2 Liter Hubraum und ein bisschen mehr Leistung. Was haben wir denn noch? Wir haben hier die Automatikversion, also Doppelkupplungsgetriebe, sieht man einen Schaltpedal und Schaltpedals. Und an diesem komischen Ding. Dann sieht man ja hier noch was an der B-Säule was steht und das wird gleich erklärt. Es ist ein Fronttriebler. Das muss ich schon mal gleich sagen. Das hat nur Frontantrieb. Schauen wir das Heck an. Das sieht irgendwie, naja, das sieht brachial aus. Und zweitens, wenn man es genau hinguckt, da hat sogar eine Rückwärtskamera. Hammer, ja. Diffusor, man will ja auf dem Heckspoiler zu großteils verzichten. Ist sehr logisch. Eine große Fittentheke drauf, da steht nicht jeden Wagen. Also nehmen wir einen Heckspoiler. Schöne Welten, gerade Reifen. So, aber im Spiel haben wir, glaube ich, so wie ich mal geguckt habe, keine 208 kW, sondern ich muss jetzt mal schauen, wie wir im Spiel halt falsche Ecke parken. Weil 280 PS leistet der Motor, zum Dungeon 206 kW, habe ich hier aus Wikipedia. Lassen wir mal Statistik. Ja. Da leistet der Motor einen ganzen kW weniger. Ein ganzer kW. Da haben sie bei Blackrock ganz uns ein kW geklaut. Ein kW, das darf nicht sein. Aber die Topspeed liegt bei dem Wagen bei 255 km/h unabgeregelt und schafft das in 5,8 Sekunden auf 100. Das ist Front, mein Frontlieb. Aber jetzt kommt wieder die Frage, für was steht das Vorkontroll? Ja, das Vorkontroll steht für die Allradlenkung. Also der Wagen hat eine mitlenkende Hinterachse. Und das ist irgendwie besonders bei dem Wagen mit einer mitlenkenden Hinterachse. Und sonst, ja, das ist die Besonderheit bei den mitten in der Hinterachse, sonst gibt es ja noch. Der gilt sogar als schnellster frontangetriebener Wagen auf dem Nürburgring, aber das ist nicht dieses Modell, sondern das stärkste Modell. Der nennt sich Megane RS Trophy R. Jetzt muss man kurz wieder gucken. Da 300 PS, also 221 kW umgerechnet. Schauen wir mal. Und er schaffte die Zeit, lass uns mal schauen, Topspeed liegt bei 260 km/h. So, das hat die, er gilt als schneller Fronttriebler, der Megane RS Trophy her, hat die Nürburgring in 7 Minuten 40 10 geschafft. Aber Nürburgring hat damit den Honda Civic Type R geschlagen. Und gilt jetzt wieder als schnellster Fronttriebler. Was wir haben, ist noch der normale Megane RS. Normal, wir haben jetzt hier alle drei Generationen von Megane RS hier. Das haben alle gemeinsam. Beide Top-Modelle von dem Megane RS-Modell waren die schnellsten Front-angetriebenen Fahrzeuge gewesen. Angefangen mit dem zweiten Generation Megane, 225 PS, den haben wir drei. Sogar das Top-Modell. Dann dritte Generation, Megane RS,
haben nicht das Top-Modell, das ist quasi das Trophy-Modell. Das Modell Horizon hat hier 250 PS. Und dann dieses Modell hier, auch nicht das Top-Modell, das hat quasi 280 PS. Die gebaut wurde im Spiel ein ganzer Kaliber. Also da könnte ich mich jetzt beschweren. Jetzt machen wir das. Ich bekalte mal die Klappe. Ich könnte jetzt über Motor schauen. Motorschaunstreifen, aber das klingt schon gut. Ich habe schon mal eine Gamma S dieser Generation sogar gesehen gehört. Der knallt richtig. Der knallt. Und auch an ganz und so. Jetzt fahre ich wieder dran rennen, wie immer, und schau, wie der sich fährt. So, wir nehmen mal einen Rundkurs rennen, um zu beweisen, mal, wie gut der Wagen fährt. Und eine kleine Geschichte. Was ist denn überhaupt Vorkontrolle? Vorkontrolle, eigentlich übersetzt, hört sich als erstes an nach Allradantrieb. Nein, hat der Wagen leider nicht, da hat ja Frontantrieb, aber hat eine mitnehmende Hinterachse. Und die wird hier im Spiel simuliert, also haben wir stattdessen einen ziemlich guten Handlingswert. Der ist schon hoch. Das kann ich schon mal. Der ist schon richtig gut, das Handling von dem Wagen. Und ich stelle das Auto hier. Man konnte sozusagen in der letzten Season gewinnen, also in der Winterseason, also in Season 17. Season 17 ist ja vorbei, das fordert uns. Wir sind jetzt schon in Season 18, also in Season 18 Update. Wer den haben will, muss sich in der Auktionshaus suchen. Oder wenn man viel Glück hat, kommt das nochmal wieder im nächsten Vorsatz. Weil jetzt befinden wir uns bei diesem Medaille, mit der Medaille S jetzt, ungetuned. Und getuned war ja, wenn ich dann später vorstelle. So, da fährt sich aber hier richtig gut. Seine Konkurrenten sind ja klar. Golf, Quastra, Focus, AMG, A-Klasse und so weiter. Aber das ist ja schon richtig schön gut. Und sogar unabgeregelt ist ja nur das Internet. Was aber hier schön fehlt, jetzt würde ich einen richtigen Konkurrenten ersetzen, wenn man wieso jetzt einen Konkurrenten und auch den Mindern, was denn andere kompakte Fronttriebe oder Anlagen. Ja, aber ich meine, schnellste Front, wir haben den Honda Civic Teil, den hat natürlich von dem anderen gespielt. Aber es will ja noch der Golf, ja, der Golf 7. GTI Clubsport S, und der hatte die Rundenzeit auch einschneiden. Das wäre dann der beste Kram, diese drei Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Aber wir haben hier nur den Civic Type R, den Megane S hier, aber nicht das Megane, den Megane S, der der Schachschnitte von Triebler gilt. Klar. Hier müssen wir uns mit dem mitgehen. Den Begriffen. Aber das ist hier richtig, richtig gut. Wenn das Spiel die Allradlänge nicht mit simuliert. Das ist noch kleinerer Wendekreis. Bei Stadtteil so Geschwindigkeit und bei 50 km lenkt die Hinterachse entgegengesetzt der gelenkten Richtung, heißt quasi, wenn man links lenkt, nimmt die Hinterachse rechts. Hört sich erstmal blöd an, aber dann verringert sich der Wendekreis und der Wagen ist vielleicht der einzige Paar, die ich schon einpacken kann. So, bei höheren Geschwindigkeiten ist quasi Verkehrung, dann denkt die Hinterachse mit der Vorderachse zusammen mit. Das ist nur minimal, 2,5 oder 10%, das ist unterschiedlich. Hersteller, also Hinterradlenken, Hersteller, das überlegt ihr, gab es ja noch andere Hersteller mit einer Hinterradlenkung, also Radlenkung, ja, es kommt immer nur diese Allradlenkung, gucken wir mal war, die Japaner haben damit angefangen, dann haben sie aufgehört, dann fingen die Franzosen irgendwann mal an, mit dem Lagina 2,
Kanadesalat Nummer 2, was wieder extra. Das ist ein spezielles Stellen. So, Control, Lenkung. Also, Fahrradlenkung. Und dann hat es gedauert, kam immer noch ein Modell von Pino. Einmal so Vorkontrollmäßig, so mit Allradlenkung kam kein Hersteller in den Jahrzehnten, in den Jahren, als Renault Kuna mit Vorkontroll kam. Und überlegen, Laguna und Vorkontroll, es ist ja schon. Dann kam der Renault, Nachfolger vom Renault Laguna, der Renault Talisman, und der hat auch Vorkontroll. Ganz neu beim Renault Megane. Der Renault Megane ist dann dazu noch hinzugekommen mit Allradlenkung. Das ist schon mal was Feines. Der Wagen fährt sich hier sehr gut. Kann mich nicht beschweren. Er fährt sich nicht so grandios wie der Alpine A110, den ich im letzten Video vorgestellt habe, aber man kann noch so ein bisschen zu den RS-Modellen was erzählen vom Megane. Ich habe ja gesagt, es waren immer die schnellsten Fronttriebler gewesen auf dem Nürburgring, also in der grünen Hölle. So war es auch so, angefangen mit dem Megane. Der zweiten Generation, also mit dem Megane, der zweiten Generation war der allererste RS. Und gab's Wahnsinn, ich kann ihn auch nicht aufzählen. Ein von den Chrome-Modellen haben wir sogar im Spiel. Also ich nenne ihn lieber so Megane RS R26R. Was hat man da? Das heißt wirklich eine Performer, war man hinterher. Der kam der zweiten Generation. So. Da gab es einen bisschen Mankal. Heute ist das Stuttgarter zu haben in der Frankfurt. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier um die Frage quasi komme, komme ich hier nicht dran. Was muss. Das muss aber auch nicht. Vom Handy oder war hier wirklich. Also bislang habe ich hier den, das ist für mich hier ein Regen, ich sage Kurbel, was kann ich, den kann ich hier in den Kurbel werden? Aber dann kam die dritte Megane-Generation, dann gab es den auch als Coupé, dann gab es den Megane-Generation nur als Coupé, nach als Coupés, die Übersicht nach hinten. Ja, man hat hinten nichts gesehen, man kam nicht vor, gut, nicht mehr ein Panzer, oder Nummern suchen, aber man kennt sich nichts. Gut, man hat Hardlinge bekommen, Hardlinge wäre bei der Generation mit dann sogar als Kaffee schon hilfreich. Die hat man auch bestellen können, aber kann man aber sogar noch praktisch machen. Das hat das in der Name auch jetzt bekommen. Jetzt fange ich hier vorbei, hier. Quassel. Hat die dritte Generation eine Rückfahrkamera bekommen, das hätte man hier nicht. Weil dann ja, dritte Generation Megane, da kam als RS, mehrere Modelle, Torvi, Megane RS, da gab es noch ein anderes Modell, da gab es eine Tintis und eine Megane. Und dieses limitierte Modell hatte dann unter 7 Minuten gefahren und da gab es eine kleine Anekdote beziehungsweise wenn man auch mal machen, einige BMW-Fahrer machen Platz. Jetzt kommt jeder, ja, wieso macht ein BMW-Fahrer auf dem Nürburgring Platz für einen BMW-Fahrer? Da hat doch irgendwie raus und dann hat er den Verteil gehalten. Ja, auf dem Geraden macht man ja, kauft man ja keinen Platz zu machen. Das Problem von Kurven, der Megane RS, der Megane der dritten Generation, also eigentlich die Megane RS-Modelle allgemein, sind so schnell in den Kurven, dass die BMW-Fahrer wie BMW M5 und der M3 Platz machen müssen, weil sie so schnell in den Kurven nicht fahren können. Also man hat recht sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten, kann man mit dem Megane RS fahren und damit ist er sehr schnell auf dem Nürburgring.
Fährt auf Nürburgring, plötzlich kommt eine Gabe, man fühlt, man denkt, man hätte zu wenig Leistung. Aber es liegt nicht daran, dass man zu wenig Leistung hat, man ist in der Kurve einfach zu langsam. Und dann höheren Kurvengeschwindigkeit, was der Mechaniker es fahren kann. Allgemein die ersten Modelle, wie der Clio S. Also, der Wagen ist auch für einen Kompaktwagen sehr schnell. Sehr, sehr schnell. So, jetzt bin ich beim letzten Rennen. Letztes Rennen war jetzt 2. Platz, 3x3 muss jetzt der Sieg sein. Ich sollte auch bald wieder tun, nicht mal forschen, aber erstmal den hier und dann als nächstes kommt der Clio S, den man in der Frühjahrssaison gewinnen konnte. Wir stellen uns auch lieber jetzt in der Sommersaison vor, da kann man besser fahren. Diese drei Avatare. Aber manchmal. Also diese drei Avatare, die fahren noch mal durch die Gegend. Als hätten sie einen getrunken. Jetzt will ich was. Was man so ein bisschen merkt hier, der Wagen kommt nicht so sehr mit dem Heck. Das ist für mich so ganz der Angenehm, dass es nicht so sehr kommt, weil jetzt kommt das Heck. Weil, was haben vorne angegriffene Autos mit vielen massiven Problemen? Die rutschen über die Vorderachse. Und das ist schön, ja, über die Vorderachse rutschen. Man fährt in die Kurve und man rutscht über die Vorderachse weg. Das ist also untersteuern, was andere heißt auch noch übersteuern, wo ich das wieder vertauscht, weil ich es lieber über die Vorderachse versteht habe. Jeder Hersteller tut von der Fahrerachse so, dass er ein bisschen mit dem Heck mitlenkt, also ein bisschen, dass die Hinterachse ein bisschen leicht ausbricht, aber kontrolliert leicht. Schön werden vor. Das ist eher das Team, das das Auto dann schrauben kann und besser in die Kurve nutzen. Das lenkt dann in die Kurve hinein. Jetzt bin der Mechan hier eingenommen und macht man dann die Hinterrad reinkommt und das schon. Jetzt habe ich hier. Man dreht sich immer noch. Also man kann immer noch in den Wagen griffen, nur schwieriger. Aber vollkommen nicht. Aber sonst nur diese Anklage nervt. Darum in den neuen Reifen hat er nicht. Ja, der Sieg wird es glaube ich heute nicht, aber dann wollte man mit Anpasst. Fürs Nix kommt auch noch, weil es dann präsentiert. Also wie seine Vorstellung und sehr Zuschauer von Solmatic. Also ich kann es nur empfehlen. Autos im Vorderen reisen, wir machen sehr einen Zustand zu fangen und dann überlegen, was kann man verbessern. Ich habe mal geguckt, ob man den Handymotor verbessern kann. Der Handlingswert liegt bei fast 8. Ein Handlingswert von 8, das ist schon irgendwas von Kompaktwagen. Aber der nächste Wagen, den ich dann hier präsentiere, der Clio RS, der Clio der dritten Generation. Haben wir eigentlich schon im Spiel, jetzt haben wir das Phase 1 Modell, das werde ich ja erstmal später genau in dem nächsten Video drauf eingehen, aber jetzt haben wir zweimal den Clio 3 als S, aber Phase 1 und Phase 2 und jetzt nur im Anstieg und das kommt später in der Anfang wieder mit dem Clio RS. 2. Platz. Ich habe zu viel gequatscht, man kann auch noch mal das zweite Mal. Also, hab ich ja schon gesagt, im nächsten Video stelle ich ja den Clio vor. Da verabschiede ich mich jetzt schon und sag tschüss und noch ein schönes Wochenende, wenn ihr das habt. Ich hab's schon hier am Wochenende, wenn ihr das schaut, heute erst am Wochenende dieses Video hier hochgeladen. Also, tschüss.